Smarty ist krank! War das ein Schluckauf? Ich glaube, es war ein Rülpser. Es ist ein Schluckaufzer! Ah, so bezaubernd! Ich bin mir sicher, er wird wieder Hitch. Wie Elder Flower immer sagt, bläht es den Bauchi, lass es raussehen. Okay, das ist weniger bezaubernd. Er hat schon den ganzen Morgen Schluckaufzer und ich weiß nicht, was ich tun soll. Bitte, Ponys, hilft einem Drachen, der in Not. Ich kenne ein altes Einhornhausmittel, das hilft garantiert. Ich bin sicher, ich habe hier irgendwo ein Rezept. Oh, und es gibt da auch so einen besonderen Showbiz-Trick. Keine Sorge, Ponys. Ich weiß ganz genau, was zu tun ist. Ein paar atemberaubende Stunts werden die Schluckaufzer im Nu aus dir herausschütteln. Ich wette, du fühlst dich schon besser, na? Spaghetti direkt voraus! Bananen, ein Quetschersenf, Schokoladenstreusel und Zahnpasta. Du hast es geschafft! Oben und unten und zusammen Post, Betten und Werfen. Luft anhalten, 10 bis 3. Schütte den Schweif und sei dabei. Wirf den Pfeffer hoch hinauf. Dreh dich im Kreis und erschreck sie alle zuhauf. Schätze, das war nicht erschreckend genug. Gut. Tja, dann versuchen wir mal etwas anderes. Wie wär's, wenn wir ein paar Atemübungen versuchen? Mach's mir einfach nach, okay? Tief einatmen. Und... Mi-mi-mi-mi-mi-mi-mi. Ja, und jetzt. Ma 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 ma. Ma 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 ma. Gut, und nun? Ah, so süß. Oh Mann, wir sollten mal was zusammen singen. Okay, damit kann ich arbeiten. Oh, nichts funktioniert. Es wird immer schlimmer. Ist das ein riesiger Pilz? Orangensaft? Was geht hier vor, Misty? Ich habe eine mächtige Welle Drachenmagie in Maritime Bay gespürt. Was macht der Pilz hier? Worauf wartest du noch? Hol mir diesen Drachen! Heute, Britzel! Was stimmt mit deinem Bauch nicht, Kumpel? Ich wünschte, du könntest es mir sagen. Du sagst es mir gerade, nicht wahr? Oh, Sparky, braver Junge! Sunny, das Heilmittel ist Essen! Oh, natürlich! Hey, Ponys, schnappt euch etwas von allem. Wir machen einen wirklich ekelhaften Smoothie. Es hat nicht funktioniert. Er wird explodieren. Hitch! Sparky! Ich bin so froh, dass es dir besser geht, Kumpel. Du hast mir für einen Moment echt Angst gemacht. Und? Wo ist er? Wo ist mein Drache? Oh, Misty, was ist dir passiert? Was hast du gegessen? Ich will lieber nicht drüber reden, Opaline.
Morgen, Pipsqueaks. Viele von euch haben mich gefragt, wie ein Tag im Leben von Pip Petals wirklich aussieht. Also macht euch bereit. Euer Sneak Peek fängt jetzt an. Ihr seid klasse. Genauso soll es sein. Jeder Tag ist neu. Es kann so viel geschehen, darauf ich mich freu. Ich will den Zauber sehen. Immer wenn man glaubt, der kann nicht schöner werden, ist der nächste Tag dann der schönste auf Erden. Bald folgen noch mehr ungefilterte Videos über den restlichen Tag mit mir. Bis bald, Pipsqueaks. Ja, ist. Wir sehen es gerade in echt. Genau dort. Oho, Pip, ich liebe deine Tanzmoves. Yay! Also, nach all dem würde ich sagen, dass ein gewisses Pony eine Erfrischung mit einem Erdbeer-Swirl-Smoothie braucht. Oh, Sunny, du bist echt die Beste. Du willst deinen ganzen Fans einen Einblick in deinen kompletten Tag geben? Klingt ziemlich anstrengend. Tja, sowas muss man eben tun, wenn man 100 Millionen Follower haben will. 100 Millionen Follower? Wie bist du denn auf die Idee gekommen? Zeig mal her. Oh, sieh dir Sparky an. Wer ist das allersüßeste kleine Drachenbaby? Hättest du ein Ponygram-Profil, wären dir die 100 Millionen Follower direkt sicher. 100 Millionen Follower. Warte, seit wann hörst du auf mich? Was weiß ich denn schon? Ich bin nur ein erschöpfter Drachen-Dad. Sparky, nein! Sei einfach vorsichtig, Pip. Du weißt, was passiert, wenn du dich überanstrengst. Du wirst jedes Mal... Sip, wehe, du sagst es. Worum geht's? Krank sein? Oh nein, bringt das Unglück? Wir sind gesund, uns geht's fein. Sparky, 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 Schein, Schein, Schein. Pip, es geht los. Hey, Pipsqueaks, bereit für mehr? Und los geht's. Diese Blumen fügen deinem nächsten Parfum so viel köstliche Süße zu, Pip. Das riecht wunder... Oh nein, hoffentlich wirst du nicht krank. Und kein Huf, ich war noch nie im Leben krank. Ich darf nicht krank sein. Ich habe keine Zeit, die ganze Zeit im Bett zu liegen. Es gibt so viel... Arme Pip, sie klingt super fertig. Ugh, warte ab, bis du das Häufchen Elend erst gesehen hast. Izzy! Was? Ehrlichkeit? Oh, upsi. Das passiert immer, wenn sie sich überanstrengt. Oh, mir kommt's vor, als wäre alles meine Schuld. Ich hätte einfach niemals die 100 Millionen Follower erwähnen dürfen. Hey, Pipsqueaks. Ich hatte euch ja versprochen, einen ganzen Tag meines Lebens zu zeigen. Aber ich bin viel zu krank, es tut mir so unendlich leid. Komm schon, Sparky. Wir müssen ihr irgendwie helfen. Oh, nein, nein. Oh, kein Huf. Och, Pip, tut mir leid, dass ich dich auf die Idee mit den vielen Followern gebracht habe. Eigentlich geht es weniger um die ganzen Follower. Weißt du, es geht eher darum, dass ich es hasse, meine Fans zu enttäuschen. Sie bedeuten mir wirklich viel. Das verstehe ich, Pip, aber sie lieben dich. Und manchmal muss man zuerst auf sich selbst achten, bevor man sich dann um andere Ponys kümmert. Oder Tierchen, Drachen und andere Freunde, die uns brauchen. Hier, iss etwas Suppe, die hilft dir. Oh, Hitch. Wie lieb von dir. Seitdem du ein Dad bist, kannst du wirklich weise sein. Köstlich. Auf drei, Tierchen. Eins, zwei, drei.
Fromme Dahlia. Seit die Erdponys Magie besitzen, kauft kein Pony mehr Blumen bei ihr. Einzigartig! Gibt es nirgendwo sonst! Oh, perfekt! Für einen besonderen Anlass? Das kann doch keiner mit ansehen! Ich halte es nicht mehr länger aus! Wir müssen ihr doch irgendwie helfen können. Hey, Dahlia! Hey, Sunny! Entschuldige, ich muss mich erst noch an die Ellihorn-Sache gewöhnen. Ach, schon okay, ist ja nichts. Also, kann ich dir bei irgendwas helfen? Wird langsam Zeit, dass du deine Blumen mit Magie wachsen lässt. Magie? Schön wär's, aber sowas besitze ich nicht. Natürlich tust du das. Jedes Pony besitzt irgendeine Magie. Los geht's. Sunny, sieh es ein, mein Blumengeschäft ist völlig am Ende. So darfst du nicht denken, Dahlia. Alles, was du tun musst, ist an dich selbst zu glauben. Spüre tief in dir die Magie und denke an etwas, das dich glücklich macht. Am liebsten habe ich schöne, große Blumen. Du kannst es schaffen. Versuch's nochmal. Ich besitze Magie. Crummy. And things are getting tough, but it's not time to give up yet. Haven't I done enough? I thought I had the magic, but I look like a phony. Have you ever felt like every pony is looking? Yeah, they're looking at you. They're whispering, they're pointing their hooves. You tried your best, so don't worry. You'll solve this problem, yeah, you'll see. Because you've got sparkle in you, and it will shine your way right through. I'd rather hide so they can't see, because they're looking at me. Und jetzt Nachrichten aus Maritime Bay, wo das Via-Fieber sich rasant ausbreitet. Schalten wir zu Dazzle, die für uns vor Ort ist. Dazzle? Danke, Sky. Wie man deutlich sehen kann, verursacht der Via-Fieber-Ausbruch den Ponys eine ganze Reihe an Problemen. So schlimm ist es noch nie gewesen. Hätte Dahlia nicht diese Riesenblume gepflanzt, wäre das nie passiert. Fakt ist, dass ein einziges Pony durch seine Magie die Stadt ins Chaos gestürzt und sie einer Bedrohung ausgesetzt hat. Oder sollten wir es eine Beniesung nennen? Zurück zu dir, Sky. Oh nein, ich habe alles noch viel schlimmer gemacht. Ach was, ich liebe Niesen. Ist wie eine Überraschung aus der Nase. Siehst du? Einfach niestastisch. Ich muss das in Ordnung bringen. Oh, nicht du schon wieder. Hast du nicht genug angerichtet? Ich wollte versuchen, mich bei dir zu entschuldigen. Ich glaube, es gibt eine Möglichkeit, allen Ponys diesen Via-Fieber-Albtraum vergessen zu lassen. Nies weiter, Dahlia. Also das kriege ich hin. Da hätten wir es schon. Das perfekte Accessoire für den ultimativen Cool-Pony-Style. Cool-Pony? Bin ich gemeint? Ja. Also nicht vergessen, Pipsqueaks. Ihr bekommt eure Cool-Pony-Kette im Rundum-Style-Shop im schönen Maritime Bay an Dahlias Blumenstand. Wir sehen uns später. Ich liebe Happy Ends. Halt
Haltet eure Hufe fest, Ponys, das wird eine Bruchlandung. Gesehen? Ich werde immer besser. Viel besser. Schnell, Ponys, wir dürfen die Sternschnuppen nicht verpassen. Kommt schon und vergesst eure Hüte nicht. Los, 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 los! Wir haben es geschafft. Oh, was für perfekt passende Hüte. Die sind so süß. Süß? Die Dinger auf ihren Köpfen sehen einfach lächerlich aus. Oh ja, muss so ein Erdpony-Wunschtag-Ding sein? Sinnlose Ponys und ihre dummen Feiertagstraditionen. Geradezu traurig. All diese Macht und keine Intelligenz. Ja, so traurig. Okay, Ponys, macht euch bereit für euren Wunsch. 3, 2, 1. Einfach unglaublich. Wow, sieh dir das mal an. Opalina, bist du in Ordnung? Hast du sie gesehen? Die Magie, diese Macht. Sie sollte mir gehören, nur mir allein. Alles, was ich dafür brauche, ist das Drachenfeuer. Damit kann ich dann endlich meine Kräfte wieder vollständig herstellen. Und du wirst dafür sorgen, dass es dazu kommt. Enttäusch mich nicht. Hatava im Gepäck. Hey! Noch ein Paket. Nicht vom morgigen Morgen öffnen. Mysteriös. Was zur Heugabe ist da drin? Das Große ist bestimmt für mich. Hufe weg von dem dicken Ding. Erst am morgigen Morgen öffnen. Steht auf der Karte hier. Oh, mies. Das war knapp. Was mache ich hier nur? Diese Ponys sind so nett. Oh, komm schon, Misty. Besorg Opaline den Drachen und hol dir den Schönheitsfleck. Konzentrier dich. Ja, noch mehr Glitter. Nein. Ich weiß ganz genau, wie ich den kleinen Drachen auf mich aufmerksam mache. Drachenfeuer, Drachenfeuer, ja, das wünsch ich mir. Opaline! Misty, so früh hätte ich dich gar nicht zurückerwartet. Eindeutig. Hast du gerade gesungen? Nö. Was? Natürlich nicht. Lieder singen, ich? Du musst dich verhört haben. Ist es das, wofür ich es halte? Öffne es. Nach all den vielen Monden. Alles, was ich brauche, gehört nun mir. Endlich kann ich meinen rechtmäßigen Platz als das größte und mächtigste Feuer-Elihorn der Geschichte einnehmen. Was ist das? Sieht dieses Ding etwa für dich wie ein Drache aus, Misty? Kannst du denn niemals irgendwas richtig machen? Es wird dunkel. Ich dachte, es wäre der Drache. Es tut mir leid, Opaline. Steh da nicht nur tatenlos rum, sondern schaff ihn hier endlich raus! Da ist ja noch ein Paket. Bitte sofort öffnen. Da sage ich nicht nein. Hä? Cloud Puff? Was machst du denn da drin? Ich war auch mal in der Box. Das war so witzig.
Ponys, die huschen dann gleich. Brechen. Gut, das war's. Ihr Ponys braucht offensichtlich eine Auffrischung bezüglich der 3S der erfolgreichen Pony-Aufzucht. Was sind die 3S? Weißt du, mein narrensicheres System für perfekte Drachenaufzucht. Nummer 1, Sicherheit geht vor. Ja. Und Nummer 2, keine Snacks. Oh, Spaghetti-Snacks? Und 3, achte darauf, dass du ihn immer siehst. Warte, wo ist der? Sparky, Sparky! Auf deinem Kopf, Sheriff. Na klar, das war nur ein Test. Und du hast bestanden. Ein Moment. Das sah aus wie Drachenfeuer. Wenn ich ein paar pikante Details über Sparkys Drachenfeuer bekomme, hört Opaline vielleicht endlich auf, darüber zu reden. Besorg mir das Drachenfeuer! Ich wusste es. Mit dem Drachenfeuer werde ich das mächtigste Feuer-Elihorn aller Zeiten sein. Drachen. Feuer. Die gefahrenfreie Wache ist Sheriff-Sache. Das reimt sich. Oh, weil du die Schränke mit Sicherheitsschlössern verriegelt hast? Nö, eher weil ich die Befehlsgewalt über eine 6-Punkte-Laser-Alarmanlage hab. Dann noch die spitzen Objekte. Oh, sorg dafür, dass sie weggeflossen sind. Und natürlich überwacht. Nützlich und einfach. Zum Schluss müsst ihr noch alle harten Ecken und Kanten polstern. Seht ihr? Keine Verletzungsgefahren mehr. Au! Wow! Kein Wunder, dass Opaline Drachenfeuer haben will. Seine Kraft ist so mächtig. Die Main Street ist der beste Ort, um das zu üben, was ich Snack-Widerstandstraining nenne. Sparky muss versuchen, den... Wie ich schon sagte, er muss versuchen, den zu... Ist ein Lernprozess. Dieser Lernprozess schmeckt nach Blaubeeren. Hitch, was sagtest du, wofür das dritte S steht? Achte darauf, dass du ihn immer siehst. Oh, wo ist der hin? Wo ist Sparky? Wir müssen ihn finden. Izzy, check den Strand. Zip, Observation von oben. Sunny, du fährst mit den Skates und suchst ihn einfach. Ich bin nicht mal in der Lage, auf einen Babydrachen aufzupassen. Sparky, Huf sei Dank, ich war so besorgt. Ich dachte, du wärst ins Meer gefallen oder in einen Kuchen eingebacken worden, oder? Sieh auf das Einhornhäschen, Hitch. Sieh auf das Einhornhäschen. Ah, na geht doch. Entschuldigt, Ponys. Oh, ich will doch nur ein toller Drachendad sein. Hitch, du bist ein toller Drachendad. Sieh doch nur, wie gut du dich um Sparky kümmerst. Aber wenn du mich fragst, solltest du versuchen, einen Gang runterzuschalten. Sunny hat recht. Sparky mag ein Baby sein, aber er hat echt was auf dem Kasten. Danke, Ponyfreunde. Und ihr habt recht. Ich muss weniger kontrollierend sein. Hey, Sparky, es tut mir leid, dass ich so... Sparky? Sparky, nein! Süßes oder saures, danke! Süßes oder saures, danke! Süßes oder saures!
haben wir etwas Falsches gesagt? Nein, 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 nicht hier, Sparky! Überall, aber nicht hier! Tja, Zeit zu gehen! Meine Blumen sind... Spaghetti? Sparky! Sämtliche Ponys wissen, dass ich von Pasta... Der kleine Drache macht wahnsinnig schmackhafte Nudeln. Ich sollte gehen. Nicht mal ein Erdbeer-Swirl-Smoothie kann mich heute Abend aufheitern. Ich will doch nur einen richtigen nächtlichen Gruselnacht-Spuk-Albtraum. Pip, die Nacht ist noch jung. Wer weiß schon, welcher Spuk hinter der nächsten Ecke noch auf uns lauert. Bitte. Erdponys erkennen keinen Spuk, selbst wenn... Wie ich bereits gesagt habe, Erdponys und Einhörner müssen noch eine Menge lernen, um spuktakuläre Vibes zu erschaffen. Ich meine, zuerst braucht man ein verlassenes Haus mit super knarrenden Bodenbrettern. Dann muss es jede Menge Spinnenweben geben. Sowas von dunkel sein. Oh, gut. Diese dummen Ponys haben den Drachen bei sich. Nun hol ihn für mich, Misty. Er besitzt das Drachenfeuer, das ich benötige. Und Misty? Enttäusche mich nicht. Oder sonst. Und die Musik sollte ungefähr so klingen. Oh, Verzeihung, das wollte ich nicht. Oh, schon in Ordnung. Bis dann. Ein echtes Geisterhaus? Genau davon habe ich die ganze Zeit gesprochen. Komm schon, Ponys. Das hier ist exakt, was wir brauchen. Bereit für den Spaß? Sparky, warte! Bleib bei Pip! Denkt ihr, in dem Haus wird es dunkel sein? Du wirst doch keine Angst im Dunkeln haben, oder, Sheriff? Wer? Ich? Nee, um keinen Huf. Bleib einfach an meiner Seite, Izzy. Ich beschütze dich. Sparky, es ist so dunkel. Ich sehe ja nicht mal meine Hufe. Sparky, Sparky, wo bist du? Pip hatte recht. Das macht Spaß. Ja, genau so, kleiner Drache. Bring uns das Drachenfeuer. Wir warten auf dich. Hier lang. Ist das Knoblauchbrot? Misty, konzentrier dich. Oh je, der haut einen ja regelrecht um. Hol mir diesen Drachen, Misty. Verstanden? Oder du kannst deinem Schönheitszweck schon mal auf Wiedersehen sagen. Meint ihr das ernst? Seht euch diese Spinnenweben an. So aus der Mode. Nicht wahr, Sparky? Oh nein. Sparky? Sparky! Seht mal, Ponys, ich stecke hier fest. Jetzt, Misty, los! Nach all den vielen Monden ist das Drachenfeuer endlich in meinem Besitz. Worauf wartest du noch? Schnapp ihn dir! Alles muss man selbst in die Hufe nehmen. Das ist kein gutes Zeichen. Oh nein! Keine Sorge, Opaline, ich krieg ihn. Sparky, warte! Schaltengang runter! Ich finde mein kleines, süßes Drachenbaby nie wieder. Oh, hey, Sparky. Warte, was? Oh, Huf sei Dank, lasst uns abhauen. Habt ihr Pony Sparky gesehen? Nö, aber... Sonny! Ist total spuktakulär! Drei Tickets bitte. Pip sagte, es wäre spuktakulär. Was habe ich nur getan?